Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu eurem Tagesimpuls für heute, für Mittwoch, den 21.10.2020. Drei Karten, drei Lennemore-Karten, wie immer mittwochs, derzeit noch. Ich habe für euch drei Botschaften gezogen. Die erste, zweite oder dritte Botschaft. Ihr dürft wie immer entscheiden, ob es halt die erste, zweite oder dritte sein soll. Oder natürlich auch gerne, wenn es heute mal mehrere Botschaften sein soll. Ja, möchten vor allen Dingen und vielleicht braucht ihr heute auch mehrere. Manchmal braucht man auch alle drei, weil man einfach so, ja, so einen Tag hat, der ganz viel ja, Ereignisse mit sich bringt und dann ist auch mal ganz gut, alle drei Botschaften zu hören, weil vielleicht passt es zu verschiedenen Situationen dann auch, wo man dann die Karten auch zuordnen kann zu diesen Situationen oder zu diesen Themen. Wir starten auf jeden Fall mit der ersten Karte, mit der ersten Botschaft und da haben wir den Bären. Wow, schön. So, der Bär, der bedeutet ja Kraft, Kraft, Stärke. Und für dich heißt es heute, egal was du heute angehst, deine Kraft und deine Stärke wird auf jeden Fall dadurch unterstützt werden, sodass du, ja, du dich auch gut fühlst. Ne? Wenn, der Bär ist ja in dem Sinne auch so ein Sicherheitstier, so ein Stabilitätstier und ja, versprüht auch Geborgenheit und. Und das ist so alles so, was heute so, ich will nicht sagen, auch in dir durchfließt, aber so ist es auch so für mich jetzt, so kommt es mir gerade auch. Ne? Du bist ganz, ganz in deiner Kraft und egal, auch in deiner Mitte vor allen Dingen auch. Und egal, was heute so kommen mag, dich wird nicht so leicht etwas umhauen. Ein Bär wird auch niemals jemand normalerweise umhauen, zumindest nicht, wenn man mit normalen Mitteln an einen Bär dran geht. Also ich meine jetzt nicht, dass man einen Bären erschießt oder so, sondern so wird ein Bär immer in seiner Stärke sein, in seiner Kraft und sich immer verteidigen können. Und das ist vielleicht auch nochmal so als Signal heute. Vielleicht gibt es Situationen, wo du dich auch verteidigen musst oder solltest, wo du deine Meinung einbringen sollst. Und heute hast du dafür die Kraft, heute bist du da redegewandt, heute bist du da, ja, du hast einfach Halt. Ne? Vielleicht hast du auch durch Personen Halt bekommen, vielleicht fühlst du dich einfach mit bestimmten Personen einfach auch wohler heute und da kannst du auch mehr von dir äußern, du kannst dich mehr einbringen auch. Ne? Und mach das auch, weil das ist auch ganz wichtig, dass man zwischendurch auch immer wieder an sich auch mehr glaubt. Ne? Ich will nicht sagen, an sich immer glaubt, weil das ist etwas, was wir Menschen meistens nicht können. Es gibt immer Situationen, wo wir nicht an uns glauben, was schade ist. Aber das ist nun mal so. Man hat diese Kompetenz oder jene Kompetenz und das kann man besser und jenes kann man besser. Deswegen sind wir ja auch schon mal in unseren Zweifeln. Aber heute hast du keine Zweifel. Heute bist du stark wie ein Bär und nutze diese Stärke für alle Aktivitäten, die vielleicht auch bevorstehen, auch die nächsten Tage. Versuch dich da wieder so einzubringen, dass du in deiner Kraft, in deiner Mitte bist. Und dann wirst du auch alles so erledigen können, wie du es dir wünschst. Und du wirst auch alles vor allen Dingen so äußern können, auch wie du es dir wünschst. Ne? Also lass dir da auch bitte in Anführungsstrichen den Mund niemals verbieten, sondern nutze jetzt diesen Tag, um auch etwas auch ins Rollen zu bringen, auch etwas vielleicht mal eine Ansage zu machen, wie es vielleicht anders laufen sollte, wie du es dir besser, anders, bewusster etc. oder sinnvoller auch vorstellen kannst. Also nutze heute wirklich diese Kraft des Bären, dich auch mal wieder, ich sage das jetzt, kam mir jetzt im Kopf, deswegen sage ich es auch, mal wieder auch durchzusetzen und deine Seiten zu vertreten, auch ganz wichtig. So, und die zweite Botschaft, was haben wir da? Oder haben wir den Reiter? Ja, für dich heißt es auf jeden Fall heute, es kommen positive Botschaften und schnell. Ich meine, die Tagesimpulse sind ja trotzdem, können wir die auf den Tag münzen, aber meistens gehen sie auch noch weiter. Ne? Oder wir haben etwas im Kopf, was noch realisiert werden mag, wo wir heute den Anstupser bekommen und wir in die Bewegung kommen, aber letztendlich die Ausführung ist dann erst morgen, übermorgen etc. Ne? Und der Reiter ist aber an sich auch eine schnelle Karte. Das heißt, der Reiter bringt immer schnelle, positive Botschaften. Auch schnelle Aktivitäten, also sprich, wenn man irgendetwas erledigen möchte, muss, dann kann man das auch schnell machen. Und heute ist so ein Tag, vielleicht wartest du schon ganz, ganz dringend auf irgendeine Botschaft. Ne? Die kann mündlich sein, die kann schriftlich sein. Also das ist total egal. Es geht ja da um die Nachricht, um den Inhalt. Und ob der jetzt nun gesprochen ist oder ob du den dir irgendwo durchlesen sollst, das ist total egal. Also das heißt auf jeden Fall, vielleicht wartest du dringend auf etwas, was dich weiterbringt. Auf jeden Fall vielleicht auch
ja, vielleicht für die Arbeit, aber auch für die Familie oder halt auch vielleicht für eine neue Selbstständigkeit oder eine Zusage für ein Bewerbungsgespräch oder ja, vielleicht auch eine Zusage wirklich für einen neuen Job oder für eine Nebentätigkeit. Oder vielleicht wartest du auch auf irgendwelche Gelder, wo du noch irgendwas Einspruch eingelegt hast, was sich dann heute klärt. Auf jeden Fall die Nachricht, die du heute erfahren wirst, wie auch immer, die wird positiv sein. Ob es dann letztendlich schon die endgültige Entscheidungsnachricht ist, das ist das, was ich vorhin am Anfang schon gesagt habe. Es kann sich natürlich immer noch ziehen, aber es ist ja schön, wenn man vielleicht auch schon mal so einen Zwischenstep mitgeteilt bekommt, der positiv ist, ne? Dass es weitergeht oder dass man sich darum kümmert, wie ich es auch immer sage. Wichtig ist immer, sprechende Menschen kann geholfen werden. Ne? Und das kann natürlich auch per E-Mail sein, aber Hauptsache, ihr habt eine Nachricht und irgendwas kommt auf jeden Fall heute ganz schnell. Oder ihr werdet irgendwas ganz schnell positiv auch erledigen können durch Impulse, durch vielleicht auch andere, die euch unterstützen. Na, also es ist auch wieder ein bisschen natürlich als Einzelkarte immer ein bisschen breit gefächert und ihr müsst es dann bitte oder ihr solltet es dann bitte auf eure Situation ummünzen. So, dann schauen wir uns noch die dritte Botschaft an. Was haben wir da? Oh, da haben wir den Ring gezogen. So, und der Ring, der steht ja entweder für die partnerschaftliche Verbindung, aber auch für alle Vertragsangelegenheiten. Vielleicht wartest du echt wirklich auf einen neuen Vertrag, auf eine Zusage, auf eine Veränderung im Vertrag wegen Gehaltserhöhung, Positionswechsel, neue Aufgaben, ne? Vielleicht bist du Spezialist und hast irgendwas anderes noch dazu übernommen, ein Projekt oder. Oder vielleicht ein Mietvertrag oder ein Hauskauf oder ein Kreditvertrag. Das kann alles so sein, was heute so ins Rollen kommen kann. Ne? Also heute geht es darum, um Verträge, Verbindungen. Auf der einen Seite, wie gesagt, die klassischen Verträge, die man auch unterschreibt oder wo man natürlich auch was nachlesen kann, was wichtig ist. Immer muss man es ja nicht immer unterschreiben, aber auf jeden Fall, was wichtig ist, wird vertraglich dokumentiert, festgehalten. Aber natürlich kann es auch für die Liebe Liebe sprechen. Natürlich auch schönen Tag mit eurem Partner, Partnerin. Vielleicht habt ihr ein Date heute und spürt diese Verbindung zu dieser Person. Vielleicht habt ihr gerade jemanden neu kennengelernt im Internet und spürt da auch eine ganz starke Verbindung. Oder habt einfach eine tolle Verbindung zu Haustieren, zu Familienmitgliedern, zu Freunden, ne, wo ihr einfach wirklich diese Nähe auch spüren dürft. Ne? Das ist also die andere Seite des Ringes. Ne? Also einmal diese vertragliche Seite, auf der anderen Seite ganz stark diese Verbindungsseite, diese Wohlfühlseite auch, ne, dass ich mich gut aufgehoben fühle in diesen Verbindungen, ne, dass ich da drauf bauen kann, aufbauen kann und die mir Geborgenheit und Stabilität und alles auch bringen. Das ist so, das kann von zwei Seiten her heute kommen. Also münzt es für euch dann bitte so um, wie es am besten in eure Situation, in euer Leben passt. Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall, jetzt habe ich das doppelt gesagt, ne, auf jeden Fall ist es auf jeden Fall, jetzt habe ich es viermal gesagt. Ist es sehr, sehr positiv. Und gerade dieses Glücksgefühl auch spüren, auch wenn ich einen Vertrag unterschreibe. Manchmal haben wir ja Respekt und Achtung vor Verträgen und wollen sie auch 30 Mal durchlesen, dann nichts, dass wir nicht übers Ohr gehauen werden. Das ist natürlich auch so. Aber letztendlich, wenn wir irgendwas unterschreiben, dann haben wir irgendwas, was neu in die Wege geleitet wird, ne, oder verändert wird. Und das stimmt uns auch positiv, ne. Und auf der Verbindungsseite ist es dann wieder die Herzensseite, ne. Das ist Glücksgefühl, die Gefühle, die da auch ja, immer mit eine große Rolle spielen. Also ein sehr, sehr schöner Tag auch für dich. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch. Genießt den Tag. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel Arbeit. Wir haben auf jeden Fall Wochenmitte und ich freue mich, wenn wir uns morgen am Donnerstag hier wieder hören. Bis dann. Tschüss.